Ja, ich begrüße Sie alle recht herzlich. Vor allem auch zu meiner Linken, Thorsten Leibenert, den Trainer von Ratio Farm Ulm, und zu meiner Rechten, Mai Koch, den Trainer der Telekom Baskets Bonn. Herr Leibenert, sehr attraktives Spiel, an dem beide Mannschaften großen Anteil hatten. Aber waren es vielleicht die vielen Dreier oder die außergewöhnliche Trefferquote von Bonn, die am Ende den Ausschlag gegeben haben? Ich denke schon, dass das einen gehörigen Teil dazu beigetragen hat, dass Bonn den verdienten Sieg eingefahren hat. Dazu Glückwunsch an Mike und die Bonner. Für mich ist es gar nicht so sehr diese hohe Trefferquote, sondern unsere mangelnde Intensität im ersten Viertel. Ich glaube, drei Viertel lang waren beide Mannschaften auf Augenhöhe. Aber wir haben im ersten Viertel, in der 10. Minute, unser erstes Foul gemacht. Zu dem Zeitpunkt hatte Binas Vaykalas schon 17 Punkte. Und davon kann man ganz einfach ableiten, dass wir nicht aggressiv genug verteidigt haben, nicht physisch den Kampf angenommen haben gegen die Bonner. Und dann passiert das, was auch, glaube ich, nachvollziehbar ist. Eine Mannschaft, die eh schon sehr, sehr gut ist, gewinnt dann an Selbstvertrauen und trifft dann vielleicht auch schwierige Würfe. Weil ich glaube, ab dem Zeitpunkt haben wir recht ordentlich verteidigt. Insgesamt haben wir auch eine ordentliche Offensivleistung gebracht mit 94 Punkten. Aber wir sind die ganze Zeit im Rückstand hinterhergelaufen, den wir uns im ersten Viertel haben zu Schulden kommen lassen. Und dann muss man auch attestieren, dass die Bonner verdienter Sieger sind. Es war eine tolle Atmosphäre. Es war das erste Karnevalsspiel, was ich hier in Bonn erlebt habe. Und ich wünsche allen, die auch Spaß am Karneval haben, den nächsten Tag noch eine schöne närrische Zeit. Dankeschön. Mike, die Baskets sind heiß gelaufen. Nicht nur in diesem Spiel, aber auch in diesem ganz besonders, oder? Zuerst mal danke für die Glückwünsche von Thorsten. Zum anderen muss ich erstmal ein Wort über das Publikum verlieren. Thorsten hat das schon so ein bisschen gemacht. Also Bonn hat ein extrem tolles Basketballpublikum, das wissen alle. Aber was heute hier veranstaltet wurde, glaube ich, das findest du an einem Karnevals-Samstag nirgendwo in Deutschland. Also das war wirklich herausragend, wie sie immer wieder Stimmung gemacht haben, wie sie die Mannschaft gepusht haben, sodass wir auch in schwierigen Phasen immer wieder den Rückhalt hatten, mit breitem Rücken weiterzuspielen. Ich sehe es ähnlich wie Thorsten. Wir haben einen unglaublichen Anfang gehabt. Wir haben von außen geschossen und getroffen, aus allen Rohren, gerade Benas. Das gibt einer Mannschaft unheimlich Selbstvertrauen. Es gibt Rückenwind, das haben wir ausgenutzt. Dass man gegen so eine Mannschaft wie Ulm nicht dann einfach so mir nicht dienlich mit 20 Punkten gewinnt, das ist auch klar. Die machen ihre Runs. Sie haben clever dann Inside gespielt. Wir haben nicht gedoppelt, sondern haben gesagt, wir wollen lieber die Würfe von außen wegnehmen. Bryant seine Punkte machen lassen. Das ist zum gewissen Teil aufgegangen. Das Hinspiel war ähnlich hoch vom Scoring. Wir haben zwei Mannschaften, die ein unglaubliches Offensivpotenzial haben, beide Mannschaften. Und vielleicht ist das bei uns, wenn wir auf den Karneval zurückkommen, der Colt ein bisschen lockerer heute. Okay, danke. Gibt es noch Fragen an einen der beiden Coaches? Mike, hast du hier im Telekom Dome so ein gutes Spiel wie lange nicht gesehen, sag ich mal so? Gutes Spiel von wem? Von meiner Mannschaft, vom Publikum, von Ulm? Vom Sportlichen, direkt vom Sportlichen. Und von beiden. Ja, da würde ich wahrscheinlich genauso wie Thorsten auch sagen, offensiv glaube ich nicht, oder glaube ich, dass das eines der besten Spiele waren, die wir diese Saison abgeliefert haben, beide Mannschaften. Defensiv gibt es immer was, wo man sich drüber beschweren kann. Also das wär schön, wenn ich da sagen könnte, wir hätten so toll verteidigt, dass wir dadurch das Spiel gewonnen haben. Haben wir heute nicht. Heute haben wir es damit gewonnen, dass man wirklich eine exzellente Trefferquote hatten. Also der Abwehr ist ausbaufähig. Wir haben die letzten Spiele, wir haben uns gesteigert in der Verteidigung. Wir haben in Bremerhaven, in Würzburg, gegen Aalst, die Spiele zuvor nicht mehr so häufig 94 Punkte zugelassen. Aber Ulm ist die zweitbeste Offensivmannschaft der Liga. Und nicht umsonst. Das ist ganz klar, dass man dann in so einem Spiel vielleicht auch zu seinen eigenen Stärken greifen muss. Und das war das Spiel schnell machen und versuchen mit unserer Offense auch zu scoren. Okay. Noch weitere Fragen? Coach Leibniz, Sie haben gerade schon über das erste Viertel gesprochen. Wie schwer ist das, dann einen guten eigenen Rhythmus zu finden, beziehungsweise diese Intensität
aufbauen zu können, wenn Bonn so ein hohes Tempo anschlägt, wie das in den ersten 10 Minuten der Fall gewesen ist, die unheimlich schnell in der Transition nach vorne gegangen sind, und gerade vielleicht auch, um John Bryant so einen Ticken aus dem Spiel zu nehmen. Ja, allein schon die erste 5 war ein bisschen außergewöhnlich. Wir haben das offensiv sehr gut gelöst und auch defensiv hat uns McLean jetzt keine größeren Probleme bereitet. Aber wir waren auf den Außenpositionen viel zu träge und muss ja nur gucken. Carlos macht 24, Wade macht 32, beide treffen 5 Dreier. Ja, da sieht man, dass wir denen einfach nicht genug auf dem Fuß gestanden haben. Offensiv waren wir von der ersten Minute an im Spiel, aber defensiv einfach nicht. Und dann hieß es in der Viertelpause, und ich habe ja auch vorher schon mal eine Auszeit genommen, wir müssen einfach deutlich physischer agieren auf diesen Positionen. Aber da war das Selbstvertrauen bei Bonn schon so hoch, dass dann auch teilweise schwierige Würfe gefallen sind. Ab dem Zeitpunkt, auch wenn wir dann trotzdem noch 69 Punkte zugelassen haben, war ich mit unserer Verteidigung im Großen und Ganzen zufrieden. Man muss wirklich der Bonner Mannschaft attestieren, dass es eine Mannschaft mit extrem großem offensiven Potenzial ist. Ja. Beide Mannschaften haben in der Verteidigung auch in der zweiten Halbzeit zugelegt. Ich bin mit der Leistung unserer großen Spieler, offensiv wie defensiv, im Großen und Ganzen zufrieden. Wir haben es einfach verpasst, auf den Außenpositionen defensiv den Druck zu machen, der nötig ist, um Carlos und Wade aus dem Spiel zu nehmen. Was das? Dann bedanke ich mich bei beiden Coaches. Dankeschön. Ich wünsche eine gute Heimreise nach Ulm. Und schließe damit die Pressekonferenz. Danke.